Ey Leute, was geht? Apokalypto Red ist hier und so. Und jetzt nehmen wir erstmal unseren Penis in die Hand und dann ist alles in Ordnung. Ja, genau, wahrscheinlich, oder? Nein, Spaß. Da ist es ein wenig mit mir durchgegangen, würde ich fast behaupten. Ich habe zu viel Beef-Scheiße die Tage auf YouTube gesehen, deswegen ist es ein bisschen geschädigt. Ihr seht, ich musste wieder mal einen neuen Charakter erstellen. Dafür kamen jetzt 2 Updates an nur einem Tag. Und warum bin ich gerade auf dem Teleporter gestorben? What is da los? Muss ich nicht verstehen. Aber gut, wir spielen diesmal einen Menschen. Und zwar den Taco Koala. Ja, wir haben halt schon ein bisschen Ausrüstung, aber jetzt, nö, sonst eigentlich gar nichts. Also ich habe auch noch keine Aufträge gemacht oder sonstiges. Hatte ich irgendwie gar keinen Bock zu, jetzt mich da schon wieder dran zu setzen. Ich meine, zwangsläufig ist ja auch scheißegal. Oder macht man ja hier die Aufträge mit. Aber ja, naja, ne. Jetzt nicht, weil ich mir denke, die Aufträge sind so tiefgründig, die muss man gemacht haben. Nee, eigentlich eher so gar nicht, weil eigentlich, ja, ne, sind die halt nur da, um später dann die anderen Quadranten oder wie man das sagt, freizuschalten. Da ist irgendein Monster. Wetten zu 100%, das ist böse. Sag ich, böse. Aber tot. Tod ist nicht böse. Ey, du Made. Abflug. Wenigstens sah das Vieh jetzt auch mal einigermaßen böse aus. Ich meine, sonst sehen die Viecher ja immer aus wie, keine Ahnung, Haribo-Bären und sind aber gefährlich wie Nazis. So. Haribo-Bären und Nazis. Was ein Vergleich, oder? Kann sich auch nicht jeder erlauben. Also ich muss ja sagen, ich bin momentan eher so gar nicht irgendwie so voll auf dieses Spiel aus. Ne? So. Also, keine Ahnung, irgendwie. Starbound macht schon Laune, aber das hier fuckt mich gerade ab. Deswegen habe ich gar keinen Bock auf das Spiel. Nein, Spaß. Also das Spiel an sich macht schon Laune, aber keine Ahnung, irgendwie. Ist der böse? Wow, er will mir mal nichts tun, was da denn passiert. Gibt's auch gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Macht mir das Spiel Laune oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Es ist momentan ziemlich zwiegespalten, was dieses Spiel angeht. Weil erstmal habe ich mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass heute Updates kamen. Aber es war halt schon wiederum scheiße, weil wieder meine Figur weg war. Naja, ich meine, vielleicht können wir die Figur ja jetzt ein bisschen behalten. Weil jetzt scheint es auch zu funktionieren. Also seit den Updates hatte ich auch tatsächlich keine großen Probleme irgendwie mit Abstürzen oder sonst was. Wer weiß, was noch kommt, aber ich meine, bis jetzt läuft es ganz stabil. Ich habe auch Sachen gelesen jetzt von dem neuen Update, was dabei so rumgekommen ist, also was da jetzt neu gemacht wurde und so. Also da sind Sachen bei, wo ich mir denke, warum? Warum baut ihr sowas ein? Zum Beispiel, man kann es jetzt einfach mal ganz kurz und knapp passieren, dass man in Landminen reinläuft. What? Landminen? Wofür? Hallo? Die Welt ist so schon gefährlich genug. Ich meine, wir haben hier vorne eine Giftspritze. Da unten ist auch irgendwas. Irgendwas, was Schaden kriegt. Ich glaube, das ist ein Gift reingelatscht. Wenn ich jetzt hier einen falschen Schritt gemacht hätte, wäre ich wieder vergiftet worden. Ach komm, das Spiel ist doch schon gefährlich genug. Gerade mit diesen Killervögeln. Also, das hätten sie vielleicht mal patchen können, dass die irgendwie schwächere Attacken haben. Übrigens gibt es jetzt auch 3 Spielmodi. Also es gibt jetzt Normal, Hardcore und Permadeath. Das heißt, für die, die das gar nicht kennen, also Normal ist halt so, ja, normal. Hardcore ist schwer. Ich denke mal, da wird man dann einfach richtig schnell drauf gehen. Und Permadeath ist halt, wenn man drauf geht, ist die Figur für immer weg.
ja, ist schon ganz schön scheiße, könnte man sich jetzt denken. Aber naja, ja, das sind so Punkte, die müssen einkalkuliert werden. Nein, also ich habe jetzt normal, wie ihr auch eben gesehen habt, ich spiele jetzt gerade auf normal, einfach weil Hardcore ist mir zu Hardcore. Ich finde die Monster ja jetzt schon manchmal viel zu stark. Und Permadeath, weil wenn ich mir dann mal ein Haus aufbaue, wie ich das ja schon gemacht habe, aber es wieder kaputt gemacht wurde, ne? Ja, dann sieht es halt ganz schön scheiße aus. So. Also dann wäre ja mein Haus wieder komplett weg und das wäre scheiße und ja, deswegen kein Permadeath. Ich habe jetzt auch übrigens, kann ja mal einfach so, und ich höre mich gerade richtig heiser an, finde ich, richtig ekelhaft. Und zwar habe ich die Tage so ein paar Spiele ausprobiert und was weiß ich nicht noch alles. Und da habe ich unter anderem die Tech-Demo zu, wie heißt es? A New Car Game oder The New Car Game oder The Next Car Game? Irgendwie sowas. Vielleicht hat das jemand, der bei Steam ist, schon gesehen. Das ist von den Machern, die auch Flatout gemacht haben. Wer Flatout nicht kennt und irgendwie, keine Ahnung, gar keine Autospiele gespielt hat, dann ist das verständlich, aber jemand, der Autospiele mag und Flatout nicht kennt, hör mal. Du darfst jetzt gehen. Weil, ne, das geht so nicht. Nein, ist Quatsch, aber es ist halt schon so. Oh, da unten ist Gift. Ich setze mal eine Fackel. Okay. Okay. So. Und zwar, Flatout ist sowas wie, wie sagt man so schön, Derby. Also es ist halt so, dass man da mit deinem Auto, was du da hast, andere Autos crashen muss. Du musst Rennen fahren und so weiter und so fort. Und diese Serie hat halt immer ausgezeichnet, dass es eine ziemlich gute, ein ziemlich gutes Schadensmodell hatte. Plus aber auch noch dazu zerstörbare Objekte etc. Also so eigentlich, eigentlich Randobjekte, aber halt schöne Sachen, die halt dann kaputt gegangen sind. Und in diesem Spiel, in diesem Next Car Game oder wie das jetzt auch heißt, ihr wisst bestimmt, was ich meine, da ist es tatsächlich so, also wow. Da ist dann die Grafik erstmal richtig geil, aber davon ab ist auch noch das Schadensmodell und die Physik in dem Spiel ist richtig krass. Also in der Tech-Demo, die könnt ihr euch auch frei runterladen, wenn ihr die Tech-Demo 2.0 spielen möchtet, dann müsst ihr hingehen und das Spiel hier bei Steam Early Access kaufen. Das kostet, glaube ich, 22 oder 23 Euro. Fliegt weg, ihr Scheißvögel. 22 oder 23 Euro kostet der Spaß. Also ich kann nicht sagen, ob sich das jetzt wirklich lohnen würde, die Early Access Kacke da direkt zu kaufen. Ich meine, man muss sagen, also der Preis jetzt ist auf jeden Fall immer noch besser als der Endpreis. Der Endpreis soll circa 40 Euro betragen. Das ist dann schon wiederum nicht mehr so ein Schnäppchen. Aber das müsst ihr halt selbst für euch entscheiden. Ich persönlich überlege gerade noch, ob ich mir das vielleicht schon früher hole. Das Problem ist einfach nur, es gibt so gute Spiele momentan in diesem Early Access Ding, aber manche von diesen Spieleentwickler-Fatzen wollen so viel Geld haben. Ich meine, guckt euch mal 7 Days to Die an. Ich fange schon wieder davon an. Oh, das ist Säureregen. Ja. Und zwar ist es so, wenn ihr... Scheiße, ich muss in Deckung gehen. Oh, 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 shit, shit, shit. Und zwar ist es so, das hat am Anfang, wo das rauskam, hat das schon 25 oder 23 Euro gekostet, was man jetzt vielleicht irgendwie
als nicht so viel ansehen kann, wenn man überlegt, dass ja sowas wie The Next Car Game oder wie das jetzt auch heißt, in etwa auch so viel kostet. Aber bei dem Spiel, bei diesem Next Car Game, ist es so, da weiß man, wer dahinter steht, da weiß man, dass die auf jeden Fall sich damit auskennen mit der Materie. Und bei Seven Days to Die war es so, also mir waren die Leute kein Begriff, und vor allem war es auch so, dass wo sind denn die Bandagen? Achso, da. Und vor allem war es halt auch so, dass ich es echt happig fand, dass die da einfach hingegangen sind und dann von Anfang an, obwohl das Spiel am Anfang tatsächlich wirklich unspielbar war, direkt einfach mal knackige 24 Euro oder was das war, wollten. Wo ich mir dann persönlich dachte, hör mal, das kann es jetzt aber nicht sein. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, also ich habe ja nichts dagegen, Entwickler zu unterstützen. Vor allem, ich werde mir wahrscheinlich auch Seven Days to Die kaufen. Gerade weil mich dieses Spiel einfach, das reizt mich momentan richtig. Ich will das unbedingt haben. Aber wenn man überlegt, die sind vom Startpreis von 24 Euro mittlerweile bei 32 Euro. Wie viel wollen die für das Endspiel verlangen, bitte? Kann man mir doch nicht erzählen, dann wollen die am Ende da irgendwie, wollen die am Ende irgendwie 80 Euro oder was, nur um dann da dieses Spiel zu haben. Oder noch schlimmer, das wäre ja der Höhepunkt, wenn das Spiel dann irgendwie eine monatliche Gebühr kriegen würde. Ich meine, das kann ich mir nun nicht vorstellen, aber man weiß es ja nicht, ne? Man weiß es ja nicht. Ich guck gerade mal. Ich habe gerade gedacht, ich hätte 21.000 Holz. Nee. Aber ich habe fast 2.000 Holz. Hier ist eine Waffe. Nee, ich bleib bei der, die ich da habe. Also ich glaube ja... Das hört auf. Schön. Ich glaube ja, in Starbound kann man sich einen Regenschirm erstellen. Und der hilft einem, wenn dann dieser Regen ist. Bin ich mir recht sicher. So, das Vieh töten wir noch. Und dann beende ich den Part auch an dieser Stelle. Ich würde mal sagen, haut rein. Aber schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, wenn ihr bei Steam aktiv seid, was für Early Access Titel habt ihr euch gekauft und vor allem für was interessiert ihr euch noch? Das würde mich mal interessieren. Bis dahin und haut rein!